Hallo und herzlich willkommen zu Drachensang am Fluss der Zeit. So, ich habe mir das letzte Video mal angeschaut und manchmal liegt die Lösung vor der Nase und man sieht sie trotzdem nicht, ja. Also ich habe das letzte Mal mich auf einen Kampf mit dem eingelassen, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich nur durch das Gitter mit dem Hebel durchlaufen müsste, wahrscheinlich. Aber ich wollte lieber kämpfen und habe dann verloren. Naja, diesmal werde ich versuchen zu kämpfen. Abzuauen, weil der ist doch ziemlich stark. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund auch immer, sind wir nicht so stark. Das hier breche ich ab, das hatten wir schon, glaube ich, schon zu Genüge gesehen. Ja, ja, ist okay. So, das haben wir, glaube ich, schon zu Genüge gesehen, das müssen wir nicht noch einmal schauen. So, kommt. Kommt mit. So. Vorsicht! Okay. Ja, ja, die Falle haben wir gemerkt. Moment mal, können das vielleicht gleich. Können wir das gleich so machen? Guano, kannst du gleich die Falle entschärfen? Ja. Okay, ich weiß, dass hier noch eine Falle gibt. Aber irgendwie sieht die Guano jetzt nicht die Falle. Da, endlich. So. Okay, rennen, alle. So, ihr Internet. Bevor Hondo kommt und uns irgendwie massakriert. So, hier kennen wir es aus, uns aus. Wir haben das hier gesehen. Und die Handwerkskiste. Da holen wir natürlich auch alles. Ja, natürlich. Stahl. Ich muss jetzt nur irgendwann mal genug Gold haben. Warum das eigentlich hier so leuchtet, das weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Wir schleichen uns jetzt vor, denn Honto müsste eigentlich bald kommen. Da ist er doch schon. Da läuft doch Honto. Und ich will ihn nicht unbedingt jetzt verärgern. Nicht Honto ärgern. Honto sehr sauer sonst. Nicht Honto ärgern. Honto glücklich. Total glücklich. Wieder kannst machen, Falle. Rattenfalle. Honto sehr glücklich. Da läuft Honto. So. Wir beobachten. Wir schleichen uns an ihn ran. Und dann mit dem Messer schneiden wir ihn die Kehle durch. Nee, doch nicht. So. Okay, bei Rollenspielen haben die nämlich alle sehr viel Leben. Und man braucht mehr als einen Treffer. So, wir laufen ein bisschen langsam. Denn wir wissen ja, und um... Upsala. Oh, da läuft es. Komm, jetzt kannst du eigentlich rennen. Guano. Hier. Ja, Falle entschärft. Komm, wir laufen jetzt hier alle durch. Eigentlich können wir rennen, so viel ich weiß. Das letzte Mal sind wir, glaube ich, auch gerannt. Schäbiges Fass. Nimm noch mit. So. Hey, wo bleibt ihr denn? So. So, und jetzt verschwinden wir hier. Das dürfte ihn wohl für eine Weile beschäftigen. So, wir laufen es hier. Aua! Blöde Falle. Na komm, steh auf. Steh auf. Was ist das für ein komisches Zeichen? Fauliger Gestank. So, den nehmen wir mit. Kommt mit hier. So, wo ist er? Perfekt. An diesem Hund können wir wohl kaum so einfach vorbeischleichen. Wir
schnell irgendwie von der Tür weglocken. Ah ja. Ach nee. Verdammt. Was? Weiche! Ja komm, lass doch mal den Hund ein bisschen hier. Sanyasa! Armer Trutz! Kannst du mir meinen Charakter heilen? Klar und du! Fokus! Ja, du wohl sagst, du bist nur reich und Otto. Ach Mann, ey. Komm zu Otto, etwas. Ach nein. Kommt alle her! Zu mir! Ei? Kannst du ihn heilen? Ja! Ja! Balsam, Salat! Ja! Kannst du ihn los? Ja! Nein, ihr! So! Ei. Eigentlich wollte ich gar nicht kämpfen. Ha! Was? Kannst du ihn heilen wieder? So, während er ihr. So. Ja. Ja? Heilst du ihn wieder? Ja. Komm schon! Kannst du mal einer reinwischen? Ei? Achtung! Ja! So, kannst du mal. Und jetzt noch so ein Ding. Verdammt! Weiche! Hey, hier! Aua! Ja! Komm! Komm! Ja! 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 So. Ja? Kannst du ihn mal zwingen? Achtung! Weiche! Verdammt! Ha! Ach, du hast doch das Schwein! Ach, die hat kein Ding mehr! Achtung! Sie hat nicht mehr genug Kraft! Ja, hau ihn doch runter, Mann! Auf dich! Halt dich mal! Balsam Salabunde! So! Und jetzt! Sanyasa! Ach, Mann, ey! Ha! Weiche! So viel hat er doch gar nicht mehr. Sanyasa! Och, vorbei wieder. Heil dich! Wow. Das war jetzt Glück. Das war jetzt verdammtes Glück. Also eigentlich war das gar nicht so gedacht. Na gut, aber wenn wir schon jetzt hier sind, dann nehmen wir natürlich mit Brett mit Nägel. Was machen wir Brett mit Nägel? Nein, du nicht. Du sollst ihn alles nehmen. Wir haben die Quest. Die Rattenjagd. Finde und beseitige die Ratten. Das soll es nicht genug. Überliste der Rattenfänger. Leider ist mir nicht gelungen, wie Quano es ausdrücken würde, auf Fexens Pfad zu wandeln. Der Rattenfänger Hondo und sein Hund haben uns bemerkt und wir waren gezwungen, gewaltsam gegen ihn vorzugehen. Sicher hätte sich Quano Fex näher gefühlt, wenn wir eine andere Lösung gefunden hätten. Ja. Sicher, sicher, aber... Hi. Ja, kannst du bitte ihn heilen? So. Balsam Salabunde. Wir können uns eigentlich auch heilen. Ich vergesse das immer wieder.
So. Was ist mit ihm? Kritische Wunden. Was? Kannst du ihm die Wunden entfernen? Klarum Purum. Nein. Warum kann man die kritische Wunde nicht entfernen? Hm. Gewandtheit. Ach so, das hätte ich eigentlich... Ja. Was sagst du? Sternenwurf? Fängskunst? Ja, jetzt ist schon zu spät. Bei Fängs. Ja, jetzt ist schon zu spät. Okay, was? Sag mal, was hast du im Inventar? Nichts. Parfüm. Und du hast... einfache Verband? Können auch bei Wunden oder schweren Bandagen können auch bei Wunden und... Ja, ist okay. Das heißt, wir wollen das hier anwenden auf... Aufteilen. Ja, ist okay. So. Ja. Ja. Hast du das was bekommen? Habe ich das nicht aufgeteilt? Hallo. So, ihr. So, Kuano. Kuano, jetzt hast du aber. Ja, das dauert alles ein bisschen länger. So. Wunder. Was? Misslungen? Und wir stinken irgendwie. Fauliger Gestank. Hey, du hast doch ein Parfüm, oder? Ja. Ja, schreit mich nicht so an. Betrachten. Fiole mit exotischem Parfüm. Es berauscht die Sinne und macht unwiderstehlich. Auch für alchemistische Rezepte zu verwenden. Ach so. Also nichts. Gut. Wie gesagt, leider die Quest nicht auf die eine Weise abgeschlossen, sondern auf die andere Weise abgeschlossen. Muss ja nicht unbedingt auch schlecht sein, aber ich hätte eigentlich gerne Kampf vermieden. Aber irgendwie hat uns der Hund erwischt. Wir sind einfach zu schnell reingerannt. Was war das? Quest-Schlüssel des Rattenfängers erhalten. Ich habe da nicht aufgepasst. Ich bin ein bisschen aufgeregt, noch wegen dem Kampf. Weil der so nicht geplant war. Hier sind dann Challen. Tja, der hätte uns sowieso töten müssen, weil es sind nur Challen für zwei Leute. Und wir sind aber zu dritt. Ach, Schnapper ist auch da. Schnapper hat auch was. Fellfetzen. Und Häutbar ist er auch. Kannst du, ja, kannst du da was machen? Aber sicher. Kannst du da was machen? Fehlschlag. Nee, natürlich kannst du nichts machen. Ach. Selbst muss man... Man muss alles selbst machen. Die anderen können nichts. Okay, wo sind wir hier? Okay. Wir sind... Juppie, die kann aber schießen. So, Bolzen. Die Bolzen können wir gleich ihr rübergeben. Upsala. So, 6-mal Bolzen. Das ist für sie. Die kann man nicht reparieren. Vielleicht kann sie die reparieren. Die ist doch da mit Bohren und so. Können wir erstmal die Bolzen. Sehen wir mal, was sie machen kann daraus. So, sonst haben wir nichts. Nee, Moment, was ist das? Google, Kopf. Eine einfache Kapuze aus Stoff. Beänderung 0,1. Kopf, Kopf, Schultern, Stein. Ausgerüstet. Jakons Reiserobe. Ach so. Ja, die geht da weg. Nee, 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 nee. Geweihhelm. Was? Was ist zwei? Das sind zwei Stück? Achso, Rüstungswert. Ich mag das nicht. Ich finde den so hässlich. Nee. Kommt. Kommt, was ist hier los? Achso, Moment. Ich will erst mal schauen, ob sie da was machen kann, berufsmäßig. So. Talent noch nicht gelernt. Alchemie, Schmieden, Bogenbau.
keine Anleitung verfügbar. Ja, ich wollte schon was loswerden. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir da viel XP bekommen haben. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Für das Töten. Tür nach oben, Schlüssel benutzen. Okay. Sind da Wachen? Nein, keine Wachen. So. Was wohl da draußen vor sich geht? Upsala. Ich habe ein ungutes Gefühl. Hoffentlich steckt Vorgrim nicht dahinter. Habt ihr gesehen, da sind ein paar Leute gerannt? Okay, hier ist nichts. Was gibt's hier denn? Na klar, ein Fass. Ey Leute, bis ihr dran seid, hat die schon nämlich alles weggeschossen. So, Handwerkskiste. Nehmen wir uns natürlich. Dass da auch mal keine Anleitungen dabei sind bei so Handwerkskisten. Das wäre doch auch mal was. Ja. Ich bleib dabei. Bis sie fertig sind mit dem Zuckern, hat sie schon geschossen. So, okay. Was war? Achso. Ich kriege immer Probleme, weil ich ihn so über die Maus über ihn läuft und da kommt... Hey, ihr Bogenschützen! Genug gefuttert! Da draußen ist so ein verrückter Zwerg, der alles kurz und klein schlägt. Ich will, dass ihr ihn aufhaltet. Habt ihr den Oberzöllner gehört, Leute? Da greift ein Zwerg die Festung an. Jetzt geht's uns wohl an den Kragen. Ruhe! Wenn wir auffliegen, sind wir alle dran. Du, Koch, bleibst hier und verriegelst die Tür hinter uns. Los, Jungs, holt euch den Schnüffler! Dieser sture Zwerg ist tatsächlich in die Festung eingedrungen. Und offensichtlich hat er sich mit der ganzen Garnison angelegt. Bei Fex, ich würde mich kaputt lachen, wenn ich nicht so entsetzt wäre. Ja, also der Zwerg, der hat das... Wie soll ich sagen? Sehr erfolgreich waren wir auch nicht. Zumindest ich nicht. Ja, aber... Naja. Nun, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit, solange die Wachen abgelenkt sind. Oder was meint ihr? Es scheint, als würde die ganze Festungsmannschaft mit drinstecken. Was immer es auch ist. Das ist... Dass sie zu verbergen haben. Und sie alle scheinen entschlossen, keinen Eindringling wieder lebend aus der Festung zu lassen. Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn der Kommandant alleine hinter diesem Komplott steckt. Die Kerle haben also allesamt Dreck am Stecken. Und sie haben wohl erwartet, dass jemand deswegen zu ihnen kommen würde. Ihr Pech, dass dies ausgerechnet Vorgrim sein musste. Fast tun sie mir leid. Naja, also der Zwerg muss also richtig was... An der Axt haben. Nun, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit. Meint ihr, Vorgrim steckt in Schwierigkeiten? Nun, das klang gerade eher so, als ob es die Zöllner wären, die Probleme haben. Ich hoffe, der Kurze kommt noch zur Vernunft, bevor er den Kommandanten erschlägt, ohne dass wir ihn befragen können. Das sind Sorgen. Okay, nun, dann nutzen wir die Gelegenheit, solange die Wachen abgelenkt sind. Oder was meint ihr? Da bin ich ganz eurer Meinung. Wie es aussieht, müssen wir wohl den Raum hinter dieser Tür durchqueren. Leider ist immer noch einer von diesen Burschen da drin. Ja, mit dem werden wir doch fertig, oder? Wie könnt ihr das so genau wissen? Habt ihr den Oberzöllner nicht gehört? Er befahl, die Ausgangstür zu verschließen und niemanden hereinzulassen. Ich glaube, der Angesprochene war der Koch. Vielleicht kocht er was für uns. Nun, es sollte wohl kein Problem sein, mit ihm fertig zu werden. Außer er ist natürlich Stevens egal, der sich immer irgendwie als Koch versteckt und dann natürlich herauskommt, dass er ein super ausgebildeter FBI, CIA und NOIA und was weiß ich alles ist. Ja, aber vorher ist er immer nur ein ganz gewöhnlicher Koch. Und wenn er vorher noch Alarm schlägt? Glaubt mir, ein weicher Tritt und etwas Geschicks sind stets eine bessere Lösung als Gewalt. Zudem ist es nicht gerade heldenhaft, einen Koch zu erschlagen, oder? Ja, ich wollte auch Honto nicht erschlagen, aber... Naja, der Hund, der hat alles vermasselt. Und wenn er uns dennoch bemerken sollte, können wir ihn vielleicht immer noch auf die eine oder andere Weise überzeugen, wenigstens für eine Weile still zu bleiben.
Also, was denkt ihr? Denkst du, er nimmt Geld an? Okay, na gut, verlieren wir keine Zeit. Gut, möge Fex uns hold sein. Und denk daran, schön leise und vorsichtig. Psch, hoffentlich hat er keinen Hund dabei. Okay, wir schleichen. Die Quest der Zoll ist nicht genug, wurde aktualisiert. Jetzt schön leise. Und was ist das hier? Ach, fauliger Gestank. Okay. Mal schauen.